Herzlich willkommen zurück zu Invisible Inc. mit Alresu. Ich bin Alresu. Und hoffe, dass ich jetzt nicht alles direkt verhaue, weil ich mitten in der Mission die Aufnahmesession beenden musste. Gut, ja. Und wir sind tatsächlich angekommen. Dann laufen wir mal schon ein paar Schritte hin. Und ja, wir haben keine AP mehr übrig, also zu beenden. Wir sind erst auf Sicherheitslevel 2, das ist doch schon mal ganz gut. Beim letzten Mal, als wir das gefunden hatten, waren wir, glaube ich, schon auf 4. So, ah, verdammt, ich muss das ja erstmal so entsperren. Wenn wir gerade dabei sind. Was brauchen wir alles, um zurückzukommen? Wir hatten den Weg nach draußen schon gefunden, ne? Generell so viele Leute rumlaufen, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, die Sicherheitskameras freizuschalten, ne? Wir haben 14 Energie, das sind 3 Kameras, macht 6 Energie, ja, das können wir uns leisten. So. Das hier. Nee, das ist der Eingang, denke ich. Ist das der Ausgang? Nee, das ist wahrscheinlich ein Safe. Würde den Koffer zumindest da drin erklären. Okay, wenn ich den Ausgang gefunden habe, dann werde ich mir das mal. Ach, Moment mal. Nee, doch, hier. Wir haben das. Das ist direkt unter. Decker. Okay, das hier ist es, aber es wird nicht genauer markiert. Es ist einfach nur eine weite offene Tür, aber dadurch, dass wir hier auch andere Türen haben, die weit sind. Andererseits sind das, glaube ich, auch die, aus denen Leute rauskommen können. Also vielleicht sind die großen Türen immer Spawnpunkte, beziehungsweise die Spawnpunkte in diesem Falle. So, das Standortverzeichnis. Good job. You've got the site list. They noticed you poking about and have changed up their patrols. Be careful on your way out. Okay, kein Problem. Ah, wir sind belastet. Wir haben nicht genug Platz mit Decker. Aber hier sollte eigentlich gerade kein großes Problem sein. Wir müssen uns wirklich nur um International kümmern. Aber wir lassen Decker hier mal nochmal raufhauen, denn der ist nur noch für 2 Züge K.O. Und wenn ich ihn hier dann in Ruhe lasse, dann soll er bitte K.O. bleiben. Also. Da jetzt eh niemand in der Nähe ist und er im Notfall auch noch die Waffe hat, die Schusswaffe. Und da haben wir schon das mögliche Problem. Wie laufen wir hier am besten? Ja, hier müssen wir erstmal spähen, nur zur Sicherheit. Ich glaube nicht, dass hier was ist, aber... Tür auf. Hier hin. Ach verdammt, da ist ja gar keine. Das da haben wir noch nicht geöffnet. Also ich kann in eine Deckung gehen, aber nur wenn sie ein Feld vor mir ist. Ich hoffe, dass das funktioniert. Nicht den! Okay, das ist ein Problem. Ja, zum Glück haben wir diesmal Medkit bei. Okay, liegt ja direkt bei ihm. Was kommt jetzt beim nächsten? Firewalls werden erhöht. Okay, das ist kein großes Problem. Okay, noch ein paar Credits bekommen. Wir gehen hier hin und bleiben in dieser Deckung. Sicherheitshalber machen wir Hinterhalt an. Ich bezweifle, dass wir ihn brauchen werden jetzt, aber... Target down. Da haben sie Decker wieder gefunden. Ja, und nichts, was ich hacken muss. Also alles gut.
Gut, sieht alles gut aus. Ja, da kommen wir gerade nicht wirklich lang. Also, Hinterhalt bereit. Zug beendet. Investigating. Ja, den können wir so nicht treffen. Was sieht er denn? Okay, der geht dort hinten lang. Der geht da lang. Okay, beide gehen woanders hin, das heißt, wir können hier hingehen. Hoppala, das wollte ich drücken. So, und zu beenden. Investigating area. Okay. Den kann ich nicht mehr sehen. Und observieren kann ich die jetzt auch gerade nicht. Okay, wir gehen nach hier. Das sollte. Moment. Wenn ich hier hingehe, dann sollte ich den da erstmal wieder sehen können. Ja, okay. Observieren kostet AP, denke ich. Leider steht nicht bei jeder Aktion drin, ob es was kostet. So, hier müssen wir was stehlen. Nämlich das Medgel. Jetzt können wir den aufwecken. Perfekt. Gut, dann schicken wir Decker hier hin, um den auszuschalten. Das hat geklappt. Oh, der hat auch noch Zeug bei. Credits! Okay, und International kann nicht so raus, wie ich gerne wollte hier. Okay, aber sie kann hier in die Deckung gehen, das ist schon mal was. Haben wir hier noch Dinge, die wir kaufen können? Ein weiteres Medgel brauchen wir nicht. AP des Agenten wird um 3 erhöht. AP Pool des Agenten sinkt pro Alarm. Achso, nee, das wollten wir ja nicht. So, Zug beenden. Okay, der rennt zum Glück in eine andere Richtung. Oh! Okay, da wird sich international. Obwohl, Moment mal. Ich weiß leider nicht, wie das mit der Munition ist. Ob die Munition sich wieder auffüllt, wenn wir rausgehen. Kann man irgendwie aufs Inventar gehen? Ja, hier. Ja, okay. Der Fernkampf ist sowieso wertvoller. Deswegen gehen wir jetzt hier hin. Dann hauen wir den mal bitte um. Und laufen weiter. Sie kann hier noch die Tür aufmachen und ein Stück zur Seite gehen, damit Decker durch kann. Moment, ist das überhaupt... Moment, wir können mit Decker hier hingehen. Kann man... Feldposten, ja. Okay, falls hier jemand kommt, dann wird diese Person erschossen. Also betäubt erschossen. Okay, sieht gut aus. Und oh, wir haben es geschafft. Ja, Evakuierung wird. Achso, wir müssen da erstmal auf Level verlassen drücken. Dann machen wir das. That contact list will prove invaluable when planning our next move. Excellent work. Hui.
Okay, dann schauen wir uns das mal an. Wir waren in Havanna, in der FTM-Anlage und haben dort das Vorstandsterminal gehackt. Drei Wachen waren da, die alarmiert wurden. Eine war abgelenkt. Ja, Alarmlevel 20. Ich nehme an, das hätte man schneller hinkriegen können. Aber es war besser als beim letzten Mal. Sicherheitskameras haben wir alle gehackt. Und die Konzern-Saves offenbar auch. Ja, Konsolen 6, Energie erhalten 48 und 32 nur verbraucht. Wir haben den Aufruhrdart bekommen. Wir haben 280 Credits gestohlen und nochmal 980 in Saves. Und dann die Betäubungspistole hat 900 gekostet. Das heißt, wir kommen auf 360 insgesamt. Ah, hier steht es ja auch. 860 in Klammern plus 360, die wir bekommen haben. Und das Reihenvermögen, wahrscheinlich weil die Datenliste noch mit reinzählt, hat sich um 1260 erhöht. Gut. So, ja. Was ist das jetzt? Ach, wir können hier aufleveln, das ist gut. Aber müssen wir jetzt gerade, glaube ich, nicht. Kann man das nur nach dem... Es ist durchaus möglich, dass man das nur nach dem... nach der Mission machen kann, wenn sie gerade Erfahrung gesammelt haben. Ja, wir haben nur noch 2 von 3 Schuss hier. Also das wird übertragen. Also die Ressourcenknappheit ist hier... ist hier ein wesentlicher Bestandteil des Spiels offenbar. Trage 4 Gegenstände und verbessert die Schleifgeschwindigkeit. Das 3 Gegenstände tragen wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn er schon standardmäßig 3 mit sich rumträgt, dass er noch 1 tragen kann. Ja, okay, das machen wir. So. Haben wir für dich noch genug Geld? Mal sehen, hacken, kann Konsolen hacken, fügt eine Energie pro Konsolenhack hinzu, fügt eine Energie, okay, das also erzeugt einfach immer mehr Energie pro Konsolenhack, was natürlich gut sein kann, aber die nicht gerade so eine hohe Priorität hat. Plus Bewegung, sie hat ja schon recht viel Tempo durch irgendwas. Irgendwas hat dafür gesorgt, dass sie wesentlich schneller sich bewegen konnte als Decker. Stärke, ja, das ist das, was ich eben auch erhöht habe. Oh, bei Level 5 fügt man 1 K.O.-Schaden für Nahkampfwaffen dazu, hinzu. Anarchie. Stehle von hinten, also ohne niederzuschlagen. Stehen mit erhöhter Chance, Gegenstände zu finden beim letzten, auch nett. Aber ich glaube, sie hat hier gerade nichts, das so wichtig ist. I've re-established contact with Monster. His network picked up the attack just before it hit us, and we're working to trace it back to the source. In the meantime, he's offered to sell us some of his more rarefied stock. Greetings. I don't often perform transactions face-to-face, but Gladstone is an old friend. I'll contact you when anything becomes available. Thank you, Monster. If we find their central server, we may be able to bring them down, or at least distract them long enough that they lose our trail. Continue scavenging operations, and I'll keep you posted as more intel develops. Gut, wir haben noch 60 Stunden, bevor wir abstürzen. Agenten verbessern kann man permanent. Okay. Monster hat Dinge, die man kaufen oder verkaufen kann. Okay, ein Hologrammprojektor. Holographische Projektionstechnologie wird ausgiebig für Werbung und Vergnügungsorte in den urbanen Zentren der Konzernzone verwendet. Werfen, um ein künstliches Deckungselement zu platzieren. Der Projektor kann einfeldweit gehört werden, kann wieder eingesammelt werden. Okay, das klingt nicht schlecht. Ich nehme an, sie wird das gleiche... Ja. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber wahrscheinlich ist es gut. Es klingt gut. Ja, okay, wir holen es.
Don't go using it all up in one place now. Gut, wunderbar. Dann. Achso, bei der Missionsauswahl kann ich hier dann die Dinge in die Hand drücken, ne? So, was haben wir denn? Plastic Hauptfinanz Suite. Moment. Sie haben die. Okay, wir haben hier unterschiedliche Symbole. Das hier scheint Geld zu bringen. Das hier irgendetwas anderes. Und das hier Computerchips? Fragezeichen. Was haben wir hier? Errungenschaften. So, das hat Steam geöffnet. Menü wollen wir nicht. Ich finde solche Elemente immer sehr nervig, eben weil ich aufnehme. Wenn ich auf sowas drücke, ich weiß immer nicht. Manchmal nimmt Bandicam tatsächlich Steam Interface mit auf. Normalerweise nicht. Und ich weiß immer nicht, was gerade ist. Und deswegen finde ich es sehr nervig, wenn das mittendrin aufgemacht wird. Ganz davon abgesehen, dass ich nie ganz sicher bin, ob ich persönlich, also meine Stimme aufgenommen wird, während ich das mache. Das ist doof. So. Dann schauen wir uns mal die verschiedenen Missionen an und entscheiden uns in der nächsten Folge, wo wir hingehen. Sankaku, ein Tresorraum in Jakarta. The corporations have trillions in credits and assets, and they're too paranoid to trust it all to the banking system. The location of these vaults is a highly guarded secret, but money has a way of talking. Just be sure to bring a passkey, or you'll miss out on the best loot. Okay, brechen ihr ins Hochsicherheitstresorraum ein. Tresorräume enthalten Credits und Kunstgegenstände, die verkauft werden können. Tresorraumzugangskarten öffnen Türen mit größeren Reichtümern. Sankaku Heavy Industries. Sie sind auf Robotertechnik spezialisiert, du kannst mit bewaffneten Drohnen rechnen. Ja. Tresorräume enthalten hohe Kreditsummen, die nur darauf warten, gestohlen zu werden. Allerdings befinden sich die wertvollsten Gegenstände hinter verschlossenen Türen und wenn du keine Tresorraumzugangskarte zur Mission mitbringst, wirst du nicht auf sie zugreifen können. Du wirst vielleicht erst andere Missionen infiltrieren müssen, um eine zu erhalten. Das finde ich ein interessantes System. Gut. Also wir könnten dorthin, aber ohne vorher eine Mission zu haben, bei der wir eine Jakarta-Tresorraumkarte bekommen haben, bringt es nicht so viel. Plastic Hauptfinanz. Looks like someone is trying to impress his boss by working through the night. Well, I can appreciate his work ethic. I'd appreciate his access codes even more. Let's schedule a meeting. Finde das Ziel und hacke dich in seinen Schädel. Tresorraumzugangskarte zur Benutzung in anderen Einrichtungen. Ja, das wäre dann das, allerdings eben für Plastic Cyber Medical. Kybernetische Erweiterungen verwendend haben sie ihre Truppen so modifiziert, dass sie sich mit dem Mainframe verschmelzen. Ach Gott, kann ich lesen. Der Finanzbeauftragte an dieser Position besitzt Kennwörter für hochwertige Gegenstände an anderer Position. Hier zu infiltrieren könnte größere Belohnung für künftige Positionen bieten. Ja. Dann haben wir Key&O Server Farm und ja, zwei davon, Stockholm und Budapest. Server Farms are used to develop new network security technologies. We may find code that we can use to improve our infiltration routines. Gut, Kelfried und Odin kennen wir ja schon. Finde den zentralen Serverraum und hacke das Inventarterminal. Serverfarm verkaufen fortgeschrittene Sicherheitsprogramme, die Incognitas Fähigkeiten erweitern. Incognita kann mächtige Programme beherbergen, die helfen, Konzern-Firewalls zu durchbrechen, Hilfe für Agenten zu bieten und sich gegen Dämonen zu verteidigen. Hier gibt es eine große Auswahl an Programmen, die unserer Sache dienlich sein können, aber stell sicher, dass du genügend Credits hast, um den Broker zu bezahlen. Das haben wir nicht. Ja, wir haben hier zwei Serverfarmen, bei denen wir einen Haufen Credits bräuchten. Wir haben hier einen Tresorraum, für den wir eine Karte bräuchten. Und hier haben wir eben die Möglichkeit, Zugangscodes zu bekommen. Ich würde sagen, wir besorgen uns Zugangscodes und hoffen dann. Ich nehme stark an, dass wir noch irgendwie dann an Energie kommen werden. Aber ich weiß nicht wie. Das werden wir dann hoffentlich sehen, bevor wir abstürzen. Okay, dann hoffe ich, es hat gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, in der wir wahrscheinlich bei Plastic mal vorbeischauen. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.